Ob Radlader des Weltmarktführers Caterpillar oder Teleskoplader mit einer Hubhöhe von 21 Metern des Herstellers Merlo. Mehr als 100 verschiedene Baumaschinen konnte das interessierte Fachpublikum am Maschinenaußenlager der Firma Landmaschinen Schröder an der Benzstraße in Wildeshausen bewundern. Erstmals hatte das Unternehmen zum Tag der Baumaschine eingeladen. Mit diesem Segment erweitere die Firma ihre breite Angebotspalette um ein zusätzliches Geschäftsfeld, so Geschäftsführer Volker Schröder. Daher habe man nicht nur Landwirte angeschrieben, sondern auch Kunden aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau, dem Hallenbau oder aus der Dachdeckerbranche. Auf einem abgesperrten Testgelände hatten die Gäste die Möglichkeit, ausgewählte Maschinen in ihren typischen Einsatzbereichen auf Herz und Nieren zu testen.